Hallo liebe Sternenfreunde und herzlich willkommen zur kosmischen Schwingung im September 2017. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf und ich werde euch durch eure Konstellationen führen. Natürlich könnt ihr bei mir auch eine ganz persönliche Beratung buchen, wo ich mir die Zeit nehmen kann, auf euer individuelles Geburtshoroskop einzugehen. Ihr könnt mich auf meinem Kundentelefon anrufen oder die Beratung direkt auf meiner Homepage buchen unter www.antonialangsdorf.com. Infos dazu findet ihr, wenn ihr auf das kleine i hier im Bild klickt und auch unten in der Videobeschreibung. Mit etwas Glück könnt ihr auch diesmal wieder 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir einen netten Kommentar postet. Mehr dazu am Schluss des Videos, also bleibt dran. Die Gewinnerin aus der Verlosung im August ist Renate Auer. Ganz herzlichen Glückwunsch, liebe Renate, und bitte melde dich per Mail oder auf meinem Kundentelefon, das siehst du unten eingeblendet, damit wir einen Termin vereinbaren können. Jetzt wollen wir uns den Konstellationen für den September zuwenden. Der August war ja ziemlich wild bewegt mit der Sonnenfinsternis, mit vielen Liebesdramen und Anfang September werden wir es wahrscheinlich etwas langsamer angehen lassen. Wir starten mit durchaus flirtfreudigen Konstellationen, denn die Liebesplaneten stehen beide hier im Zeichen Löwe, wo auch der Mondknoten steht, und verbinden sich mit dem spontanen Uranus. Trotzdem halten wir uns wahrscheinlich etwas zurück und sind vorsichtiger. Viele dramatische Ereignisse im Juli und August haben dazu geführt, dass wir uns in der Liebe etwas weniger spontan verhalten und uns nicht unüberlegt auf etwas einlassen wollen. So mancher ist ein bisschen misstrauisch geworden. Die Sonne steht ja jetzt im Zeichen Jungfrau und da denkt man einfach etwas vorsichtiger und kritischer. Selbst gute Gelegenheiten werden nicht so einfach ergriffen, weil man vorsichtig und skeptisch ist. Die größte Herausforderung für unsere Beziehung ist im September, dass wir ein Geheimnis entdecken. Etwas, was wir nicht wussten und was uns nicht gefällt. In diesem Monat wird sich Denkplanet Merkur zweimal mit Kampfplanet Mars verbinden. Das erste Mal am 3. September hier im Zeichen Löwe und dann nochmal am 16. September im Zeichen Jungfrau. Es besteht also eine gewisse Gefahr, dass wir uns um Kopf und Kragen reden und Dinge sagen, die wir gar nicht sagen wollten. Mit einer Kombination von Merkur und Mars agiert man im Gespräch sehr kämpferisch oder macht gerne spitze Bemerkungen, was verletzend für andere wirken kann. Im besten Falle ergeben sich daraus Situationen nach dem Motto, was sich liebt, das neckt sich. Aber wir sollten uns alle vornehmen, bewusst mit unseren Worten umzugehen, damit sie nicht zu Waffen werden. Und das ist eben auch deshalb so wichtig, weil der Merkur betont ist, denn die Sonne steht eben in der Jungfrau und die Jungfrau wird vom Merkur beherrscht. Am 5. September wechselt dann der Mars ins Zeichen Jungfrau und das ist ein ziemlich wichtiger Übergang, denn die heiße und hitzige Energie von Mars im Löwen kühlt dann etwas ab, aber es bringt eben auch eine Neigung, ein bisschen kritischer zu sein, kritischer zu denken und auch kritischer zu agieren, also auch genauer und detailfreudiger, aber da müssen wir eben ein bisschen aufpassen, dass wir nicht Dinge sagen, die wir eigentlich nicht sagen wollten. Ja, der Vollmond am Mittwoch, den 6. September, findet auf 13 Grad der Jungfrau-Fische-Achse statt hier. Und diese Vollmondkonstellation ist nicht ohne, denn sie verbindet sich hier exakt mit Romantikplanet Neptun, der ja auch zur Verschleierung neigt. Das ist also eine Zeit der Romantik, aber leider auch der Täuschung. Es kann passieren, dass Leute, die schon in Beziehungen sind, trotzdem noch einen weiteren Flirt ausprobieren wollen. Deshalb sind meine Stichworte zum Vollmond Romantik, Täuschung, Mehrfachbeziehungen. Und die Gefahr ist eben, dass diese auffliegen, weil wir hemmungslos drüber reden. Am Tag des Vollmonds wird auch der Merkur wieder direktläufig hier im Löwen. Wer etwas Heimliches am Laufen hat, muss dann sehr diskret sein. Und wenn ihr denkt, dass euch vielleicht jemand betrügt, dann kann es sein, dass das auch wirklich stimmt. Rund um den Vollmond ist nämlich unsere Intuition sehr ausgeprägt. Wenn ihr also etwas bemerkt, dann verdrängt das nicht, das tut man nämlich auch gerne mit Neptun, sondern schaut genau hin. Aber schaut auch, ob eure Ahnungen wirklich auf Fakten beruhen. Immerhin war der Merkur bis zu diesem Tag rückläufig und da kann es auch sein, dass man einfach noch nicht alle Informationen hat, um Situationen richtig zu beurteilen. Also keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber genau hinspüren und hinschauen.
Die Stimmung wärmt sich dann allmählich wieder auf. Ab dem Wochenende vom 9. und 10. September, da werden wir wieder etwas lockerer und gehen wieder etwas mehr aus uns heraus. Wir haben das Gefühl, die Dinge kehren zur Normalität zurück und wir haben wieder Kontrolle über unser Leben. Wir können dann auch wieder etwas mehr das Leben genießen und wir erlauben uns auch wieder zu flirten, ohne dass wir Angst haben, dass etwas schief gehen könnte. Zwischen dem 15. und dem 19. September haben wir dann eine besonders schöne Flirt- und Liebesphase. Ganz wichtig ist da der 14. September, da verbindet sich nämlich die Venus mit dem aufsteigenden Mondknoten im Löwen. Da trifft man Menschen, die man mag und mit denen man sich vertraut fühlt, woraus natürlich auch eine Liebesbegegnung werden kann. Man hat das Gefühl, auf einer Wellenlänge zu schwingen. Außerdem bildet unser Liebesplanet dann noch harmonische Aspekte zu Jupiter, zu Saturn und schließlich dann auch noch zum Uranus. Und diese Aspekte fördern die Liebe sowohl in festen Beziehungen als auch bei Flirts. Besonders natürlich der Aspekt von Venus zu Uranus ist sehr, sehr flirtträchtig, denn da ist man spontan geneigt, eine Liebelei anzufangen. Am 20. September geht die Venus dann ins Zeichen Jungfrau. Zwar kühlt sie dann ein bisschen ab gegenüber der Qualität des Löwezeichens, in dem sie vorher stand, aber sie läuft auf den Mars zu, mit dem sie sich dann Anfang Oktober verbindet. Es könnte bedeuten, dass bei unseren Gefühlen und Beziehungen, dass es da zu einem Wechsel von heiß zu kühl kommt, aber dann wieder heiß wird. Man flirtet, aber man zieht sich wieder zurück. Doch ein Happy End im Oktober ist möglich, wenn Venus und Mars sich dann treffen in der Jungfrau, während die Sonne in der Waage steht. Dann haben wir den Neumond, der findet auch am 20. September statt, auf 27 Grad Jungfrau, also in der dritten Dekade. Und dieser Neumond ist gut, um Dinge abzuwägen und neu zu organisieren. Man ist jetzt in der Lage, die verschiedenen Tatsachen zu erkennen und einzuordnen. Es ist übrigens keine gute Zeit, um etwas vor dem Partner geheim zu halten, denn das würde ohnehin herauskommen. Deshalb kann dieser Neumond auch gut sein, um Geheimnisse zu klären und sich dem Partner anzuvertrauen. Ehrlichkeit und Transparenz sind Trumpf. Wer sich künstlerisch interessiert, kann den Neumond für eine Inspiration nutzen. Fantasievolles Denken beflügelt unsere Ideen, beflügelt unser Denken. Wenn du aber ein Geheimnis unbedingt für dich behalten willst, dann sprich lieber gar nicht darüber. Der Merkur verbindet sich nämlich rund um den Vollmond zum zweiten Mal mit dem Mars und das verleitet uns dann dazu, spontan Dinge zu sagen, die wir eigentlich gar nicht sagen wollten. Das kann dann zu peinlichen Enthüllungen führen. Also seid vorsichtig mit dem, was ihr sagt oder was ihr zu verbergen versucht. Am besten sind jetzt alle die dran, die ihren Beziehungen vertrauen können. Der Neumond als neuer Impuls kann gut sein, um eine neue Beziehung zu beginnen oder auch, um der Arbeit eine neue Richtung zu geben. Psychologisch ist dieser Neumond gut für Beratungen und für sensibles Zuhören. Wenn ihr also eine Beratung braucht oder euch aussprechen wollt, werdet ihr gute Zuhörer finden. Oder ihr bietet selbst an, dass jemand anders bei euch mal das Herz ausschütten darf. Eure Berater bzw. Astrologen werden sich in sehr guter Abstimmung mit euren Bedürfnissen befinden und euch sehr wertvolle Informationen geben können. Wenn ihr selbst Berater seid, solltet ihr den Neumond nutzen, um Termine mit euren Klienten zu machen. Und natürlich stehe auch ich euch für eine Beratung dann gerne zur Verfügung. Am Freitag, den 22. September, um genau 22.02 Uhr, geht die Sonne ins Zeichen Waage. Das ist dann auch die Herbst-Tag- und Nachtgleiche. Tag und Nacht sind dann exakt gleich lang. Deswegen auch die Qualität des Waagezeichens, dass sie immer den Ausgleich sucht. Und anschließend werden ja dann die Tage kürzer bis zur Wintersonnenwende im Steinbock. Im Kalender finden wir diesen Übergang als Herbstanfang. Das ist natürlich auch ein starker Wechsel der Energie, ne, von der Jungfrau zur Waage. Spätestens dann trauen wir uns wieder mehr zu flirten und diese etwas skeptische Haltung lässt nach, obwohl natürlich dann weiterhin Venus, Mars und Merkur in der Jungfrau stehen. Aber weil Venus, Mars sich eben aufeinander zubewegen, kommt dann doch wieder so eine Flirtenergie da rein.
Ab dem 22. September haben wir dann aber auch wieder mehr kosmische Spannungen am Himmel. Aber die haben eine erotische, flirtbetonte Energie, denn die Liebesplaneten sind daran beteiligt. Erst geht der Mars in die Opposition hier zu Neptun, dann später die Venus und außerdem bildet der Jupiter eine Opposition zu Uranus. Das sind alles Konstellationen, welche die Bereitschaft zum Flirten natürlich sehr stark fördern. Außerdem, sehr wichtig, Ende des Monats wechselt Pluto die Richtung und wird wieder direktläufig, nachdem er einige Monate rückläufig war. Zusammen mit diesen Oppositionen könnte das im letzten Monatsdrittel eine Zeitqualität sein, in der Geheimnisse ans Licht kommen. Wir könnten etwas entdecken, was eigentlich verborgen bleiben sollte. Das können auch Geheimnisse sein, die eventuell Beziehungen gefährden. Es entstehen also sehr attraktive Flirtsituationen, aber die sind halt auch ein bisschen gefährlich. Neptun ist ja der Planet der Heimlichkeiten und in Verbindung mit Venus und Mars ist man vielleicht geneigt, heimliche Affären anzufangen. Andererseits machen die Geheimnisse die Sache so spannend und lassen es gewaltig knistern. Die Liebesenergie wird also immer verführerischer. Denn Mars und Venus laufen auf eine Konjunktion zu. Sie werden sich am 5. Oktober im Zeichen Jungfrau verbinden, während die Sonne in der Waage steht. Das ist eine enorme Flirt- und Liebesenergie. Und obwohl diese Konstellationen die Gefahr bergen, dass man geheime Liebeswege geht und dass diese dann auffliegen, sind sie doch insgesamt sehr romantisch und sehr attraktiv. Es kann also durchaus sein, dass Geheimnisse, die wir herausfinden, uns trotzdem nicht abschrecken und wir die andere Person oder den laufenden Flirt sogar dann immer noch attraktiv finden. Wenn nicht gerade bestehende Beziehungen gefährdet sind, kann man ja schließlich über alles reden und einen Weg finden, damit umzugehen. Am 29. September wird dann eben Pluto wieder direktläufig und dieser Richtungswechsel ist besonders wichtig, denn dadurch entfaltet der geheimnisvolle Planet den ganzen Monat über eine besonders große Kraft. Ja, das bedeutet, es liegt also eine sexuelle Spannung in der Luft, aber auch eine gewisse Neigung, jemandem weh zu tun. Das ist sozusagen ideal für alle, die Fetischgeschichten lieben und auch die Schmerzgrenze gerne mal ausloten. Aber abgesehen davon kann es zum Beispiel passieren, dass uns jemand anturnt, aber wir etwas sagen, was die Person verletzt. Wir laufen Gefahr, durch kritische Bemerkungen die Körperlichkeit oder das Aussehen von jemandem, dann die Stimmung zu verderben. Das liegt auch daran, dass wir mit diesen ganzen Jungfrau-Planeten dazu neigen, Details besonders kritisch zu betrachten. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht Dinge kritisieren, die jemand nicht ändern kann, auch wenn wir vielleicht denken, das wäre witzig. Das würde aber nicht so gut ankommen. Am besten können wir mit diesen Situationen umgehen, indem wir unserem Gegenüber mit Wohlwollen und Feinfühligkeit begegnen und uns auf das Gute konzentrieren, anstatt auf die Unzulänglichkeiten, denn schließlich sind wir doch alle nicht perfekt, oder? Soweit also meine Überlegungen, wie die Sterne im September stehen. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt doch bitte dieses Video, damit auch andere sich über die Konstellationen informieren können. Für Anregungen und Kommentare erreicht ihr mich über Facebook oder direkt hier auf YouTube. Natürlich freue ich mich auch über euren Besuch auf meiner Homepage unter www.antonialangsdorf.com. Dort könnt ihr euch übrigens auch zu meinem Newsletter anmelden. Die ausführliche Deutung für alle Sternzeichen findet ihr in meinen Sternzeichen-Videos mit den kritischen Phasen und mit euren Top-Tagen und mit allen wichtigen Planetenübergängen und auch wann die Planeten die Dekade wechseln. Wenn ihr mehr über eure ganz persönlichen Konstellationen wissen wollt, wisst ihr ja, dann berate ich euch natürlich sehr gerne persönlich. Ihr könnt dann auf meinem Kundentelefon anrufen oder direkt über meine Homepage eine Beratung buchen unter www.antonialangsdorf.com. Infos dazu findet ihr auch auf der Infokarte hinter dem kleinen i hier im Bild und natürlich unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr einfach mal eine Frage gezielt zu eurem Horoskop stellen wollt, dann könnt ihr an meinem Webinar Antonias Sterne teilnehmen. Da sind auch meistens Leute dabei, die ebenfalls Ahnung von Astrologie haben und wir diskutieren die Horoskope der Teilnehmer in der Gruppe. Das ist immer absolut großartig. Der nächste Termin ist am Freitag, den 8. September um 17 Uhr. Bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen. Wer gewonnen hat, das gebe ich dann in der kosmischen Schwingung vom Oktober bekannt.
Und so nehmt ihr teil. Postet mir hier einen netten, interessanten Kommentar, zum Beispiel darüber, wie ihr meine Horoskope nutzen könnt und was sie euch so bringen oder auch was ich besser machen könnte. Und abonniert meinen Kanal. Dazu einfach hier klicken. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch doch auf jeden Fall nochmal das Video-Special Folge deinem Herzen an. Da geht es um den Mondknoten im Löwen und wie der wirkt. Jetzt wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.